Erstmalig hat die Landesfreiwilligenagentur Berlin den 7. Berliner Stiftungstag als landesweites Event und zur Anerkennung des Beitrags von Stiftungen veranstaltet. Am 8. April lud der regierende Bürgermeister von Berlin unter dem Motto Stiften, engagieren, Verantwortung zeigen über 50 Stiftungen ins Rote Rathaus ein. Es ist mir eine große Ehre und insbesondere auch eine ganz persönliche Freude, Sie heute beim 7. Berliner Stiftungstag hier begrüßen zu dürfen. Wenn wir uns angucken, was eigentlich im deutschen Stiftungswesen passiert, dann haben wir in den letzten 10, 15 Jahren einen Boom des Stiftungswesens erlebt. Wir können eigentlich sagen, es gibt keinen Bereich in Deutschland, der nicht irgendwie durch eine Stiftung abgedeckt ist. Stiftungen sind sehr innovative Einrichtungen. Sie sind aber auch bewahrende Einrichtungen. Was wäre heute Denkmalschutz oder in welcher Weise wäre Denkmalschutz möglich ohne Stiftungen? Aber eben nicht in die Vergangenheit gerichtet, sondern in die Zukunft gerichtet. Stiftungen haben teilweise eine 700-jährige Tradition. Aber wir wissen, dass auch das, was Frau Rado gesagt hat, natürlich stimmt. Das ist alles noch in einem Prozess, der sich weiterentwickeln muss. Wir haben eben nicht über Jahrzehnte wie andere Bundesländer, wie andere wohlhabende Städte die Chance gehabt, dass sich dort selbstverständlich mit zunehmendem Wohlstand, mit Wachstum eben auch dieses soziale, dieses Stiftungsengagement entwickelt. Das holen wir jetzt nach in den letzten 10, 20 Jahren und wie ich finde, doch auch mit ganz beachtlichen Erfolgen. Bundesweit gibt es fast 20.000 rechtsfähige Stiftungen, knapp 880 davon allein in Berlin. Beim Stiftungstag konnten die rund 1.000 Besucherinnen und Besucher direkt mit den vertretenen Stiftungen ins Gespräch kommen. In verschiedenen Bereichen konnte ein umfangreiches Begleitprogramm mit Expertenvorträgen und Themenforen offene Fragen klären. Silke Freudenthal eröffnete ein Themenforum zur Vorstellung von Stiftungen aus den Bereichen Natur und Umwelt, Kunst und Kultur, Politik und Gesellschaft sowie Bildung und Soziales. Das Finanzamt für Körperschaften veranstaltete einen Workshop zur Errichtung von Stiftungen und zum Gemeinnützigkeitsrecht. Stiftungen sollen nicht Staatszwecke erfüllen, sind aber durchaus eine sehr sinnvolle Ergänzung für Bereiche, die der Staat wichtig findet. Wenn in diesen Bereich privates Geld hineinfließt in Körperschaften und die auf eine bestimmte Weise sich um diese, ich nenne das jetzt mal guten Zwecke kümmern, dann verzichtet der Staat, kann man sagen, auf Steuereinnahmen und fördert das. Die Berliner Sparkasse klärte über die Haftung von Stiftungsorganen auf und beriet Stifter bei der Verwaltung ihrer Stiftungsvermögen. Also wir bieten Stiftungen im Prinzip alle Finanzdienstleistungen an, die im Zusammenhang mit Stiftungen von Bedeutung sind. Natürlich die normale Kontoführung, dann die Depotkontoführung und insbesondere bei Stiftungen auch eine spezielle Beratung für die Anlage des Stiftungsvermögens. Über stiftungs- und steuerrechtliche Aspekte der Flüchtlingshilfe berichtete der Bundesverband Deutscher Stiftungen. Also Sie können natürlich erstmal durch finanzielle Mittel jemanden unterstützen, wie die Spenden. Da kann ich einfach ganz allgemein spenden oder auch bestimmte Projekte unterstützen, zweckgebundene Spenden machen. Aber viele Stiftungen leben eben auch von dem Engagement von Leuten. Und da kann ich eben dann, entweder mache ich ein Projekt unentgeltlich, ehrenamtlich oder übernehmen so eine Patenschaft, eben wenn wir nochmal zu den Flüchtlingen kommen. Und das ist eben das Engagement, was auch die Stiftungen sehr doll schätzen und auch da sehr anerkannt sind, dass sie die Leute auch zusammenbringen, ohne dass ich jetzt zwingend auch Vereinsmitglied zum Beispiel werden soll. Die Wichtigkeit, sich sozial zu engagieren, ist besonders im letzten Jahr mit dem hohen Andrang an Flüchtlingen immer offenbarer geworden. Viele der spontanen Hilfsaktionen wären ohne freiwilliges Engagement nicht möglich gewesen. Hier können Stiftungen eine Orientierungsfunktion für die Freiwilligen übernehmen. Wir haben das alle mitverfolgen können, dass vieles nur gelungen ist durch das Engagement vieler Einzelner, die gar nicht organisiert sind, aber natürlich auch durch das Engagement von Institutionen. Das hat staatliches Handeln erleichtert, beschleunigt, hat Impulse gegeben, hat ja auch offenbar gemacht, wo etwas zu korrigieren ist, weil staatliches Handeln noch nicht gut organisiert ist. Die aktuelle Frage, wie Stiftungen in der Flüchtlingskrise helfen können, wurde mit dem Senator für Finanzen Dr. Matthias Kollatz-Ahnen, Saskia de Vries von der Stiftung Fairchance und Alexander Vogel von der Westerweller Foundation in einer Talkrunde diskutiert. Moderiert von Gerd Nowakowski vom Tagesspiegel. Es wurde zum Beispiel von der Politik sehr schnell reagiert, was zum Beispiel die Frage angeht, da weiß der Senator besser darüber Bescheid,
was können wir, welche Mittel können wir eigentlich einsetzen? Also es wurde sehr viel Flexibilität geschaffen in der Frage, was sind die Stiftungszwecke und kann ich unter einem bestehenden Stiftungszweck trotzdem Flüchtlingen helfen, auch wenn es nicht ausdrücklich in der Satzung, da wurde von der Politik sehr schnell reagiert. Den vollständigen und ungekürzten Talk können Sie online im YouTube-Kanal der Landesfreiwilligenagentur Berlin aufrufen. An die 1000 Besucherinnen und Besucher waren von 11 bis 18 Uhr mit dem Stiftungswesen im regen Austausch und genossen die angenehme und einladende Atmosphäre. Der regierende Bürgermeister Müller, Staatssekretärin Dunger-Löper und der Finanzsenator Dr. Kollanz-Ahnen nahmen sich bei ihrem Rundgang über die Messe ausgiebig Zeit, um Informationen sowie Fragen und Anregungen mitzunehmen. Der Berliner Stiftungstag soll ab diesem Jahr jährlich veranstaltet werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stiftungstag-berlin.de.